Ja. Ja, mein Name ist Emanuel Steigerwald, ich bin Landesjugendwerk Saarland. Ja, also viele von euch kennen mich. Die, die mich nicht kennen, lernen mich, glaube ich, ziemlich schnell kennen. Das ist so eine Eigenschaft von mir. Ich bin 20 Jahre alt, bin, glaube ich, der Jüngste von denen, die sich jetzt hier gerade alle fleißig melden. Ich bin durch eine Anzeige in meinem Gemeindeblättchen, in der noch ganz aufmerksam für Betreuer geworben wurde, zu dem Landesjugendwerk gekommen und kam dorthin und es standen ungefähr 80 Leute vor mir, die sich alle angelegt unterhielten und ich nicht so wirklich wusste, ich kenne da niemanden, ich kenne da keinen und wusste nicht so recht, ob ich mich jetzt wirklich darunter trauen soll und mich daneben stellen soll. Und es hat nicht lange gedauert, ungefähr 20 Sekunden. Dann kamen 10 Leute auf mich zu und hallo, wer bist du und was machst du hier und was willst du hier? Und nein, das ging nicht von mir aus. Ich fand diese Welle so schön und habe in den letzten 5 Jahren ganz viel mitgenommen im Jugendwerk. Habe mich seit letztem Jahr auch bei dem Leitsatzprozess beteiligt und habe mich auch von Jakob und Georg und dem gesamten Bundesjugendwerk fortbilden lassen. Weiß nicht, ob so ganz geklappt hat, das sehen wir dann. Ich würde ganz gerne als Schwerpunkt den AK Parkiu sehen und ebenfalls die Kommunikation im Jugendwerk. Die möchte ich gerne vorantreiben, die ist mir ziemlich wichtig. Und ich finde, da können wir irgendwie noch ziemlich viel machen. Da sind wir noch nicht so richtig voran. Ja. Vorne parken in der Zeit.